Ich melde mich heute hier aus dem Markthaus in Burgberg. Hier findet am Sonntag der Generationentag statt. Organisiert hat ihn unter anderem Erika Megerle. Sie steht jetzt neben mir. Frau Megerle, warum ist denn dieser Generationentag aus Ihrer Sicht so wichtig? Wir möchten die ältere Generation und die jüngere Generation einmal zusammenbringen, ganz gezielt zusammenbringen. Und wir möchten, dass die Jüngeren ein Augenmerk auf die Älteren legen und die Älteren auch ein Augenmerk auf die Jüngeren. Also die ältere Generation hat ja ein bisschen eine andere Lebensweise, hat andere Bedürfnisse, andere Vorstellungen und Ansprüche ans Leben als die jüngere Generation, und ebenso ist es mit der jüngeren Generation. Und durch dieses durch diesen generationsübergreifenden Tag möchten wir oder hoffen wir uns, dass die beiden Generationen aufeinander zugehen und miteinander ins Gespräch kommen. Sie haben von einem Miteinander gesprochen, das das Ziel sein sollte. Wie ist das Bild der einzelnen Generationen von der anderen Generation? Wie ist das Bild der Alten von den Jungen und von den Jungen gegenüber den Alten? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu formulieren. Also ich glaube, so ein bisschen Vorurteile bei den Jungen ist schon, die Alten sind ein bisschen eigen, haben ihre Eigenheiten, sind vielleicht nicht mehr ganz so offen. Und häufig erleben sie die ältere Generation auch verschlossen. Und wenn dann die Kinder spielen auf der Straße, ist ein gutes Beispiel, meinen die Jungen immer, das stört die Alten. Ich denke, manchmal stört es vielleicht tatsächlich, aber wenn die Jungen mal nachfragen würden, warum stört es die ältere Generation, ich glaube, dann würde ihnen vieles bewusster und würden vielleicht auch ein bisschen offener mit dieser Sache umgehen. Eine Möglichkeit zu erfahren, wie sich die ältere Generation zum Beispiel fühlt, ist ja auch möglich am Sonntag. Dann kann man zum Beispiel in einen Alterssimulationsanzug schlüpfen, und das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Frau Megerle ist so nett und hilft mir. Ich allein hätte wohl keine Ahnung, wo die einzelnen Teile alle hinkommen sollen. Die verfügen zum Großteil übrigens über Gewichte, und zwar über ziemlich schwere. Andere Teile sind einfach dafür da, die Beweglichkeit einzuschränken. Die Halskrause zum Beispiel. So, ich habe jetzt diverse Teile am Körper. Es ist schon ganz schön schwer an Armen und Beinen. Frau Megerle, was genau ist denn Sinn und Zweck dieses Simulators? Ja, also Zweck ist, dass man sich mal in die Lage versetzen kann, wie es einem geht, wenn man etwas älter ist. Also im Alter lässt das Hörvermögen ein bisschen nach, das Sehvermögen, also der Blickwinkel wird etwas eingeschränkter, die Kraft lässt nach, die Beweglichkeit, also Versteifungen von Kniegelenken oder Armen. Und wenn man jetzt in diesen Alterssimulationsanzug schlüpft und mal Treppen steigt oder bestimmte Dinge des alltäglichen Lebens verrichtet, kann man eher nachvollziehen, wie es einem älteren Menschen geht. Und das probiere ich jetzt mal aus. Die Brille fehlt noch und die Kopfhörer, und dann geht's los. Ich höre fast gar nichts mehr, nein. Und ich sehe sehr verschwommen. Ja, durchaus eine interessante Erfahrung. Arme und Beine sind schwer, man sieht unscharf, und es fällt durchaus schwer, diese Treppe raufzulaufen. Und man ist ganz schön außer Atem danach. Bei mir ist jetzt der Bürgermeister von Burgberg, der Herr Fischer. Herr Fischer, hier läuft eine ganze Menge, um mehr die Generationen miteinander zu verbinden in Burgberg. Vielleicht können Sie es kurz beschreiben, was da so alles läuft. Ja, es geht vom Kindergarten los, dass der Kindergarten sich beteiligt mit entsprechenden Aufführungen, mit entsprechenden, ja, auch Tafeln. Was halte ich denn von meiner Oma, von meinem Opa? Was mag ich an denen besonders? Bis hin zur Grundschule, Aktivitäten. Dann eine gemischte Generationentruppe, die einen Tanz aufführt. Überwiegend natürlich Frauen, weil die Männer nicht so gerne tanzen. Ja,
Alles geboten, natürlich das, was Sie hier anhaben, diesen Generationenanzug auszuprobieren. Aber wir haben auch zum Beispiel die Segways. Ich habe gestern spaßeshalber beim Seniorennachmittag gesagt, das steht auch für die Älteren zur Verfügung. Sie waren jetzt nicht ganz so begeistert. E-Bikes, alles Mögliche gibt es und verbunden das mit dem Tag der Blasmusik. Das ist natürlich eine ganz tolle Atmosphäre. Natürlich noch Essen und Trinken. Und ein bunter Tag, wo sich Jung und Alt einfach am Dorfplatz treffen sollten. Natürlich noch Filmvorführungen, habe ich ganz vergessen. Auch entsprechende Filme zu diesem Thema. Also ein toller Tag für Jung und Alt unter dem Motto eben für unseren Generationentag. Wie ist das Miteinander der Generationen hier, unabhängig vom Generationentag in Burgberg? Das läuft super. Wir haben ja Aktivitäten, wir haben ja eine Gruppe 65+. Wir arbeiten so und so viel in Burgberg mit Projektgruppen, ob es für mal den Bereich Tourismus ist, mal ganz was anderes, für den Bereich Zukunft Kinder haben wir auch eine Projektgruppe 65+, und die ist unter der Leitung unserer Seniorenbeauftragten, Frau Erika Megerle, sehr aktiv. Da gibt es schon Jung für Alt, Jung hilft Alt Aktivitäten. Da gibt es eine Wandergruppe, da gibt es eine Spielgruppe, da gibt es einen Austausch mit dem Kindergarten, dass die Senioren mal im Kindergarten sind oder die Schulkinder mal bei den Senioren sind. Also das sind vielfältige Aktivitäten das Jahr über. Herr Fischer, ich bedanke mich. Frau Megerle, wann geht's los am Sonntag? Am Sonntag offizielle Eröffnung ist um 11 Uhr und geht dann bis um 17 Uhr. Herr Fischer hat ja schon angesprochen, dass wir ganz, ganz viele Aktionen und Aktivitäten und Vorführungen haben. Also ich denke, es ist für jeden was dabei. Also erwähnen möchte ich auch noch das Spielmobil des Kreisjugendrings, dass die Kleineren auch oder die Jüngeren auch Spaß und Freude haben. Und für die ganz Kleinen haben wir ein Kasperltheater hier im Markthaus, sind zwei Vorführungen. Also ich denke, dass alle Generationen auf ihre Kosten kommen und alle etwas finden, wo sie mitmachen können, wo sie Spaß haben. Also tatsächlich ein Generationentag für alle Generationen. Ich gebe damit zurück nach Kempten ins Studio.